Grünen in Alfter hatten zwei Gäste eingeladen. Anne Paulus studiert in Bonn. Im Rahmen eines Praktikums war sie in Venezuela. Dort war sie mit anderen Praktikanten im Nebelwald tätig. Die Grünen hatten sich mit einer Spende an diesem Projekt beteiligt. In ihrem sehr interessanten wissenschaftlichen Vortrag äußerte sie sich aber durchaus kritisch. Im politischen Programm der Veranstaltung gab Dr. Hermann Ott einen Überblick über seinen Aufgabenbereich. Anne Paulus und Hermann Ott standen nach der zweistündigen Veranstaltung für ein kurzes Interview zur Verfügung. Welche Rolle können deutsche Experten in Ländern wie Venezuela in Fragen des Umweltschutzes spielen? Also ich muss an meinen Erfahrungen sagen, dass ich von aktiven Eingriffen aus Deutschland nicht sehr viel halte, weil ich glaube, dass Initiativen vor Ort entstehen müssen. Ich denke mal, von Deutschland aus kann man etwas erreichen über Spenden bei den bekannten Organisationen. Man kann natürlich auch bei Wahlen oder durch Initiativen etwas dafür tun, dass staatliche Entwicklungshilfe in Venezuela, die es ja momentan nicht gibt, auch wieder zum Laufen kommt. Und vor allem natürlich auch über Handel, Kleidungskauf und so, das spielt ja alles, hat ja alles globale Folgen. Und ich denke mal, dass man darüber als Verbraucher auch die meiste Macht hat. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, da kommt man direkt zu dem anderen Thema. Global, Klimawandel, ja, die Verantwortung Deutschlands, die Möglichkeiten Deutschlands. Na, wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung und ganz viele Leute in Deutschland wissen das auch und wollen das auch so. Wir wollen eine wertebasierte Außenpolitik. Wir wollen Solidarität untereinander, also innerhalb der Völker. Und das bedeutet, wir müssen uns erstens etwas zurücknehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Natur verbrauchen, um Platz zu schaffen für andere. Gerade im Bereich der Klimapolitik wissen wir, dass unser CO2-Budget begrenzt ist und dass wir möglichst auf Null gehen müssen in Deutschland, auch um anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Das ist Solidarität. Anderes Beispiel, Ecuador. Nachbarstaat von Venezuela. Dort gab es ein tolles Projekt der dortigen Regierung, Yasuni ITT ist das. Da hat die Regierung angeboten, wir lassen den Regenwald in Ruhe. Da gibt es nämlich Öl drunter. Wenn ihr die Hälfte dessen, was wir durch den Verkauf erzielen würden, wenn ihr uns die gebt. Und das haben wir sehr unterstützt, aber die Bundesregierung nicht. Und deshalb ist das Projekt jetzt offiziell aufgegeben worden von der ecuadorianischen Regierung. Großes, großes Problem, wirklich. Und sehr, sehr schade. Sowohl für die CO2-Emissionen, als auch für den Regenwald, als auch für die indigenen Völker dort. Und ich glaube, dass es notwendig ist, diese Art von Projekten zu fördern, wo wir sozusagen andere auch kompensieren, wo wir anderen etwas dafür geben, dass sie eine Ressource, ob das jetzt das Klima ist, die Atmosphäre oder Biodiversität oder die Meere, dass sie die für uns schützen, denn da haben alle was von. Und dass wir, weil wir reich sind, weil wir es uns leisten können, auch die Nichtnutzung kompensieren. Denn welches Recht haben wir, von anderen zu fordern, was wir überhaupt nicht gemacht haben? Wir haben unsere Natur in Europa komplett ausgebeutet und uns untertan gemacht. Wir brauchen sehr viel mehr an Fläche, als uns eigentlich zusteht. Heute ist Earth Overshoot Day, 20. August. Das heißt, von jetzt ab, für den Rest des Jahres, lebt die Menschheit nicht mehr von den Überschüssen, die die Natur erwirtschaftet, sondern von der Substanz. Und dass diese Substanz dann weniger wird im Laufe der nächsten Jahre und die Grundlagen unserer Zivilisation zerstört. Das müssen wir verhindern und deshalb brauchen wir eine Politik, auch international, die darauf setzt, unsere Wirtschaft so zu gestalten, dass sie Wohlstand schafft, aber gleichzeitig unseren Planeten nicht zerstört. Vielen Dank. Wir können selbstverständlich nicht 2 Stunden tolle Diskussion hier nochmal fortsetzen. Vielen Dank, dass Sie beiden nach Alfter gekommen sind. Schönen Dank.